Hallo und herzlich willkommen zurück zur Beta von Ghost Raccoon Breakdown. Letztes Mal sind wir hier in diese Höhle gekommen, was richtig geil ist. Also das ist so ein Unterschlupf für die Einheimischen hier. Und was mir 0,0 minus 10.000 gefällt, ist, dass man hier die anderen Spieler sieht. Aber ja, mal. Solange es wirklich nur hier ist und nicht draußen in der Welt. Naja. Gut. Das reißt mich halt total raus. Halt. Hey. How are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? You just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower. I can't find Midas. But Weaver. You just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Matt Schultz, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. Ja. Oh ja. Alter. Was ist das hier? Was ist das rechts alles? Hä? Hä? Haben die eine jetzt ein bisschen hochgepusht da in der... Hä? So, in Ghost Raccoon Breakdown. Können Sie Ihre Einsatzziele frei wählen? Ach, nee. Stellen Sie jeden Tag vor neuen Herausforderungen, um Widerstand auf Aurora zu helfen. Sie können exklusive Belohnungen freischalten, wenn Sie Fortschritte machen. Genau. Sie können außerdem Waffen, Blaupausen, Aufsätze und Fundstücke verfolgen, die und sich Einzelteile holen, um sie zu finden. Ja, okay. Ghost War. Spielen Sie im PvP? Nö. Tutorial. So. Werden Sie Einsatz an die Geschichte machen? Einen Weg von der Insel finden. Das Frachtschiff USS Zee. Keine Ahnung, wurde unter mysteriösen Umständen unweit des Aurora-Archipels von dem Sitz der Firma Skelltech versenkt. Da er keinen Kontakt zu Aurora herstellen konnte, startete CIA Deputy Director Peter Miles Operation Greenstone, um die Kommunikationsstörung auf den Grund zu gehen und die Lage einzuschätzen. 32 Codes wurde an Bord der USS Wasp nach Aurora geschickt, um die Hauptinsel aus der Luft zu infiltrieren. Doch die Vögel sind niemals gelandet. Die Helikopter, meine Güte, wurden von einer unbekannten Quelle abgeschossen, also die Drohnen,
und stürzten als sie in den Luftraum von Aurora eingedrungen war. Gut. Okay. Ghost War. Was, bei Ghost War gibt es auch Einsätze. So. Nebeneinsätze. So, Kinderstube von Skells Welt. Der Archipel in Südpazifik wurde im Jahr 1770 von James Cook entdeckt und von England in Besitz genommen. 1953 wurde er an die USA verpachtet, um die Ausweitung des sowjetischen Einflusses in dieser Region einzudämmen. Die einheimische Bevölkerung wurde umgesiedelt und bis 1996 war die Inselgruppe militärisches Sperrgebiet. 2008 kaufte Skelltech den USA den Pachtvertrag ab, um dort eine Welt 2.0 zu entwickeln und zog mit seiner Firma dorthin. 2024 leben mehr als 30.000 Personen auf Aurora. Die interne Sicherheit wurde den privaten Militärdienstleister Sentinel Corp anvertraut. Das ist, ja, das ist immer so ein Ding mit den Inseln und so weiter verpachten, vor allen Dingen an die USA. Man bekommt das eigentlich nie wieder. So, so mal lokalisieren. Gut. So. Dann gehen wir mal kurz aus. Warte. Biwaks entdecken. Schalten Sie neue Biwaks frei, indem Sie diese mit dem Fernglas oder einer Drohne auskundschaften. Sie können per Schnellreise zu je. Ups. Biwak-Reisen, das Sie entdeckt haben. Durch verschiedene Vorbereitungen können Sie einzigartige Stärkungen erhalten. Ja. Aber wie viele hier sind, ne? So. Dann werde ich mal jetzt schnell mich verdünnisieren. Verlassen. So. Mit dem kann ich immer nochmal reden. Okay. Dann rede ich nochmal kurz mit ihm. Und dann verdünnisiere ich mich. So, wie gesagt, also ich hoffe, dass die Welt draußen frei ist, aber das wird sie sein. Haupteinsatz. How's your pal? Hold it up. Thanks for looking after him. You heard anything about a Lieutenant Colonel Walker? That the guy that works with the troops call themselves the Wolves? Used to be Skelltech's military advisor. Heard he was an operator. You know him? Yeah. Yeah, we met a couple times. You got a mean look in your eye. You got big plans? Know how I can get off this island?
Right. And leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Auckland is 2,000 kilometers away. It's an awful long way to run with your tail between your legs. I'm not running, Mats. The USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. If I can get there, I can come back here with some help. The Wasp, huh? Not sure I'm fond of the idea of a bunch of squids running around our island. There are a couple of jarheads on board, too. Well, if that's the case... Look, I'll be straight with you. We know that we're no match for former Spec Ops. So some of our friends, homesteaders and Skell employees both, are leaving the island on a couple of boats. Can you get them protection on the Wasp? Absolutely. All right. I'll tell you where the boats are. Ui. Okay, also ist quasi die Hauptidee, die Hauptidee ist dann wieder ziemlich viele Gebiete. Die Hauptidee ist dann quasi die Insel zu evakuieren. Okay. Deal. Oh, da bricht gerade die Sonne rein. Jetzt ist es Nacht draußen. So, gut, gut, gut. Dann schauen wir mal raus. Und werden mal zuerst den Samuel suchen. Gut. So, geführter Modus. Bislang haben sie das Spiel mit Hinweisen gespielt. Einsatzsymbole wurden im HUD angezeigt. Ab jetzt ist der geführte Modus standardmäßig ausgeschaltet. Sie müssen ihre Einsatzziele selbst finden. Schalten Sie den geführten Modus für ein einfacheres Spielergebnis ein. Na, dann schauen wir mal um. Gut. Orte finden. Also benutzen Sie die verfügbaren Aufklärungsdaten, um Hinweise zum Einsatzort zu finden. Zoomen Sie mit Mausrad heraus und suchen Sie nach der richtigen Region. Wenn Sie zum gewünschten Ort hineingezoomt haben, können Sie mit rechter Maustaste ein Signal platzieren. Ja. Okay, also. Samuel. Er ist in der Region Sinking Country. Sinking Country, da ist er, auf einer Halbinsel südöstlich von Garden Mangrove, südöstlich von, warte, wo ist Garden Mangrove, Garden Slog, wo ist Garden Mangrove? Garden Mangrove. Ah, wow. Südöstlich von
also nahe der nordöstlichen Flussbiegung des Gera-Arm. Ah, warte, warte, warte. Dann hier ist er. Hey, ich will, warte. Signal. Okay, dann linke Maustaste, nicht rechte. Okay, alles klar. Gut, dann ist der da. Wir haben noch ein Fähigkeits... Was? Wir haben 11 Fähigkeitspunkte. Willst du mich verquaken? Okay, ja geil. Dann werden wir Richtung Scharfschütze gehen. Auf jeden Fall Sensorgranate ist geil. Ich sagte, Sensorgranate ist geil. Warmbild. Aufklärungsmeister. Das ist auf jeden Fall gut. Ressourcen entdecken ist jetzt nicht wichtig. So, das da ist wichtig. Also, ballistischer Vorteil. Genauigkeit und Reichweite. So, dann eiserne Lunge. Dann Revolverhelz. Für jeden Treffer. Genau. Das da auf jeden Fall komplett voll. Drohnengeschwindigkeit, naja. Drohnenreichweite, Drohnenmarkierungsbereich. Drohnenabklingzeit, okay. Da werden wir später hingehen. Ich werde das da nehmen auf jeden Fall. Das ist natürlich auch super krass. Das ist geil. Das ist awesome. Gut. Vorteilsplatz ist auch super. Das ist cool auch. Die dann zu zerlegen. Gibt es denn noch Geräte? Schneidbrenner. Hallo. Das ist geil. Sprengstoff. Ja. Brauchen wir vielleicht später für. Ui. Ui. Krass. Für die Drohnen. MP-Granate. Auch super. Drohnenplünderer. Räumungsverkauf. Aber Schneidbrenner ist geil. Schneidbrenner würde ich gerne machen. Schaden an Bonus. Mhm. An Drohnen ist, glaube ich, auch super. Tarnung ist wichtig. Dann mache ich noch den Schneidbrenner und dann haben wir nur noch eins. Dann würde ich hier die Reichweite nehmen. So. Wir hatten 11. Haupteinsatz. Ja. Genau, wir haben 11 Dinger. Okay, Schneidbrenner haben wir. Ah, süß. Hallo. 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 Rollst du dich auch zusammen? Nee. Vorteile freischaffen. Freischalten. Gut. Vorteile verschaffen ihnen einzigartige Fähigkeiten und Boni, um ihren Spielstil besser zu definieren. Schalten Sie im Fertigkeitsmenü neue Vorteile frei. Sie können Vorteile in ihrer Ausrüstung, bla bla. Schalten Sie bis zu 2 neue Verteilsplätze. Ja. Ach so. Man kann nicht alles gleichzeitig haben. Ist ja dämlich. Okay. Ja, dann auf jeden Fall so. Ach so.
dann hier das da. Hier das und das. Aha, okay, alles klar. Gut, dann werden wir mal uns in den Helikopter bewegen. Ist die Steuerung wie beim anderen? Ja, bisschen. Okay. Hui. Mit E können sie mit einem Fallschirm abspringen. Das wird nicht mehr dauern. So, gut. Dann fliegen wir mal auf die Halbinsel. Und schauen, was mit Simon passiert ist. Ich bin mal gespannt, wie lang die Beta geht. Also, ob die überhaupt ein... ja, eine Grenze hat oder ob man ja einfach frei spielen kann. Uiuiui, das war ganz ziemlich. Ich bin ein guter Pilot. Hui, 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 hui. Entschuldigung. So. Wenn ich alles richtig interpretiert habe, müsste der hier auf der dieser komischen kleinen Halbinsel sein. Oder nahe der. Oder ist er in Flussbiegung? Ja, wobei nahe bei der Flussbiegung. Das. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das ist ja genau bei der Flussbiegung. Nicht? Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es stimmt. Na, bis jetzt ist da keiner. Keiner zu sehen. Ich glaube, wir hatten recht. Dann holen wir erstmal da das den Eimer, der wieder irgendwo hier unten versteckt ist. Munition habe ich. Bitte öffnen. Okay. Warte. Ah, der macht nicht so viel Damage wie meine gerade. Aber trotzdem hat der bessere Stats, aber warum? Ja, nee, dann nehme ich ihn doch nicht. So. Alter. Konnte er mich sehen. Also. Naja. Hat er aber nicht. So, hier ist er. Ja, hallo. Kleiner Schlawiner. Hallo. Hey.
Who are you? The name's Samuel. You with the Homesteaders? Not exactly, but we're friendly. What are you doing out here? Hunting, mostly. Providing meat for the camp? People need things. You know, for a killer, you can't sneak for shit. I'd have had you strung up from one of these trees in 10 seconds if I'd half a mind to. Must have put on the wrong boots this morning. Listen, I hear you've been having a sentinel problem. You heard right. I need to get these traps set. But if we set off one of their alarms, well, we're dead and there ain't no coming back from that. If you can take them out, nice and quiet-like, and I can set my traps. Meet you up by my cabin when we're finished. It's in sinking country. South of Mossy Pond, west of Howard Port. Sound good? Sure does. Da müssen wir ja schon wieder woanders hin. So. Sind in Maneater's Look. Wo ist mein Helikopter? Da ist er. Dann bleiben sie im Jagdgebiet ungemerkt. Ja, das ist ja unser Spezialgebiet, würde ich sagen. Gut, und es ist schon wieder soweit. Ja. Hä? Wieso ist der so angerannt jetzt? Als ob ich irgendwie ihn kaputt gemacht habe. So, ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye-bye.